Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir als Familienpolitikerinnen und Familienpolitiker sehen uns ja als Anwalt und Anwältinnen der jungen Generation und auch der nachfolgenden Generationen. Und deshalb sind wir besonders stolz, dass wir mit diesem Haushalt wirklich einen historischen Haushalt vorlegen, nämlich den ersten Haushalt ohne neue Schulden. Und wenn jetzt der Einwurf von den Linken kommt, das hat so ein Bart, dann wäre es ja schön, wenn Sie sich mit uns über diesen Bart freuen. Denn der erste Haushalt ohne neue Schulden ist wirklich etwas, wo auch Sie zufrieden sein müssten. Und wenn ich aber die Reaktionen der Linken oder auch der Grünen in den letzten Tagen gehört habe, dann dachte ich wirklich ganz oft, ich bin komplett im falschen Film. Da wurde doch tatsächlich gesagt, dass man doch viel besser noch ein paar Schulden machen müsste, um noch ein bisschen zu investieren, dass das doch viel besser sei als ein ausgeglichener Haushalt und dass das Falscheste, was wir jetzt hier machen könnten, ein ausgeglichener Haushalt wäre. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann Ihnen nur sagen, auf Schuldenbergen kann man keine Zukunft bauen. Schulden sind Treibsand und Schulden sind kein festes Fundament. Und deshalb ist es ja auch ganz gut, dass in diesen Tagen so deutlich wurde, wer hier für was steht. Sie stehen dafür, Schulden zu machen, und zwar nicht ein wenig Schulden. Denken Sie doch nur an Ihre Familie, an Ihren privaten Haushalt. Es ist okay, Schulden zu machen, etwa um ein Haus zu bauen, um in die Zukunft zu investieren. Aber es ist nicht mehr okay, es ist nicht mehr okay, so viele Schulden anzuhäufen, dass weder Sie im Rest Ihres Lebens noch die nächste Generation oder die übernächste Generation die Möglichkeit hat, finanzielle Spielräume zu investieren, weil sie nur noch damit beschäftigt ist, die Zinsen ihrer Schulden zurückzuzahlen. Das ist keine generationengerechte Politik. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen uns auf den Weg, den Schuldenberg abzutragen. Wir machen keine neuen Schulden im Sinne der neuen Generation. Wir haushalten klug, und klug haushalten heißt zum einen keine neuen Schulden, das heißt aber zum anderen auch in die Zukunft investieren. Und dass wir in die Zukunft investieren, das sehen Sie zum einen am Bildungshaushalt. Wenn Sie sich den Bildungshaushalt anschauen, der Haushalt des, das ist jetzt ein anderes Haus, nämlich das von Frau Wanka, Ministeriums für Bildung und Forschung, ist von 2005 bis 2015 hat der Haushalt sich verdoppelt. Wir investieren allein in dieser Legislaturperiode 6 Milliarden Euro mehr in Bildung und Forschung, 6 Milliarden Euro mehr in die Köpfe unserer Menschen in Zukunft. Und deshalb investieren wir in Zukunft, und zwar klug in Zukunft, gleichzeitig zum ausgeglichenen Haushalt. Und auch unser Haushalt ist ein klares Signal an die Menschen in unserem Land, dass wir in Zukunft investieren. Denn auch unser Haushalt, der Familienhaushalt, steigt nämlich um 497 Millionen auf jetzt 8,45 Milliarden Euro. Ein deutlicher Zuwachs für die Familien in unserer Gesellschaft, für die Kinder, die Familien, die Senioren, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und wir fangen Diese Investitionen sind auch gut angelegtes Geld. Und was uns leitet, und Frau Golze, dass Sie das kritisieren, finde ich ja schon etwas merkwürdig, was uns leitet, ist der Dreiklang, die Ministerin hat das noch mal dargestellt, von Zeit, Geld und Infrastruktur. Und diesen Dreiklang haben wir in den letzten Jahren mühsam aufgebaut. Und ich weiß nicht, was es daran zu kritisieren gibt, dass wir die gute Politik der CDU-geführten Regierungen der letzten Jahre fortsetzen im Familienbereich. Das war eine gute Politik mit dem Dreiklang von Zeit, Geld und Infrastruktur. Das führen wir fort. Wir haben die richtigen Weichen gestellt. Und schade, dass Sie es kritisieren. Ich glaube, für die Menschen im Land war es eine gute Politik. Wir fangen an bei den ganz Kleinen in unserem Land, beim Thema frühe Hilfen. Wir sorgen dafür mit über 51 Millionen, dass es Netzwerke gibt, Netzwerke von Eltern, von Jugendhilfe, von Ärzten, die dafür sorgen, dass kein Kind durchs Netz fällt, dass die Kinder unterstützt werden, die es schwer haben, dass wir die Familien unterstützen, die Begleitung und Unterstützung brauchen beim Thema Erziehung. Wir sorgen dafür mit 51 Millionen und setzen damit ganz, ganz früh an. Wir sorgen dafür, dass die etwas größeren Kinder in Kitas Bildung und Betreuung bekommen. Und da finde ich es schon merkwürdig und
auch schade, dass sie immer die Kita-Betreuung gegenüber der familiären Betreuung gegeneinander ausspielen. Beides ist doch wichtig. Beides ist wichtig. Wir brauchen ein gutes Elternhaus. Wir brauchen Eltern, die Zeit und Liebe haben für ihre Kinder. Und wir brauchen eben aber auch die flexible Kinderbetreuung. Und deshalb haben wir den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz formuliert und sorgen dafür, dass der Kita-Ausbau in den Kommunen vorangeht. Und wir sorgen auch dafür, dass er weiter vorangehen kann, obwohl eigentlich Länder und Kommunen originär zuständig sind, für den Kita-Ausbau zu sorgen. Und auch beim Thema Qualität sind Länder und Kommunen die Zuständigen. Wir unterstützen, deshalb haben wir ja auch ein Qualitätsprogramm von nochmal 126 Millionen aufgelegt. Aber Sie müssen das sich schon an die richtigen Ansprechpartner wenden und vielleicht in den Ländern, in denen Sie auch mitregieren, dafür sorgen, dass auch ordentlich in Qualität und in den Ausbau der Kita-Betreuung investiert wird. Wir investieren in die jungen Menschen in unserem Land. Und das zeigt sich deutlich etwa im Kinder- und Jugendplan, der auf 147 Millionen aufgestockt wurde. 1 Million haben wir da im letzten Haushalt draufgelegt und das behalten wir auch bei. Und es ist ja schon, wenn man in diesen Tagen sieht, wie anfällig manche junge Menschen auch sind für extremistisches Gedankengut, dass es mehrere hundert Menschen, junge Leute gibt, die freiwillig nach Syrien gehen, um dort in den Heiligen Krieg zu ziehen. Die sind ja hier angesprochen worden, in Deutschland. Das sind also Jugendliche, die zu schwach waren, der Bedrohung und den Versprechungen dieser Gruppen zu widerstehen. Und deshalb ist es richtig, dass wir in die jungen Menschen investieren, dass wir dafür sorgen, dass es einmal an Schulen ein enges Netzwerk gibt, dass es aber auch die entsprechenden Projekte gibt für Toleranz, für Demokratie und dass es eben nicht nur gegen Rechts- und gegen Linksextremismus in unserem Land, was sehr wichtig ist, sondern wir müssen auch verstärkt auf eben diesen religiösen Fundamentalismus schauen und müssen mal genau nachschauen, ob wir nicht an der Stelle noch Nachholbedarf haben in unserem Land. Das wird in diesen Tagen, glaube ich, ganz besonders deutlich und deshalb ist das eine Anregung an uns alle, die Projekte noch mal dahin zu gehen, zu überprüfen, dass wir auch in diesem hochgefährlichen und auch für die jungen Menschen ja extrem gefährlichen Bereich ordentlich die Projekte ordentlich ausstatten können. Wir investieren in junge Familien und das ist, glaube ich, deutlich geworden mit einem ganzen Paket von familienpolitischen Leistungen und das teuerste, aber ich glaube auch wirklich das, was die Familien am meisten schätzen, ist das Elterngeld. Das Elterngeld, was wir in der letzten Legislaturperiode, in der vorletzten eingeführt haben, was wir weiter flexibilisiert haben und was wir gerade ja jetzt in den nächsten Wochen noch mal weiter flexibilisieren, attraktiver machen für junge Familien, damit die Familien eben selbst entscheiden können, wie sie leben wollen. Beruf und Familie zu kombinieren, ganz individuell nach ihren Möglichkeiten. Das ist der Anspruch unserer Politik. Wir wollen keinem vorschreiben, wie er zu leben hat, sondern wir wollen es ermöglichen, dass junge Paare selbst Beruf, Familie, Familienarbeit und Erwerbstätigkeit kombinieren können, so wie es ihrer Situation am besten gerecht wird. Und das Elterngeld Plus ist dann nochmal ein deutlicher Schritt dazu, dass sie das auch machen können. Deshalb sind 5,4 Milliarden auch sehr gut angelegtes Geld. Wir setzen in diesem Jahr einen Schwerpunkt auf das Thema Pflege. Deshalb sind 100 Millionen aus der Pflegeversicherung eingestellt für Lohnersatzleistungen für die Familien, die plötzlich, und das passiert ja oft ganz plötzlich, vor einer Pflegesituation stehen und organisieren müssen, dass die Mutter, der Vater versorgt wird, sei es in einem Heim oder in einer häuslichen Umgebung. Das ist ein überschaubarer Zeitpunkt, 10 Tage, aber die Zeit braucht man eben, um die Organisationsleistung vollziehen zu können. Und anschließend wollen wir dafür sorgen, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf ist. Deshalb werden wir die Familienpflegezeit weiterentwickeln. Auch hier ist ein neuer finanzieller Ansatz im Haushalt drin. Und das ganz elementare Thema der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf ist, glaube ich, die Herausforderung dieser Legislaturperiode, vor der wir alle stehen, die Herausforderung der nächsten Jahre. Das betrifft so ziemlich jede Familie in unserem Land. Und deshalb müssen wir hier ein ganz besonderes Augenmerk darauf setzen. Applaus
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, wir investieren viel in die Familien, in die Generationen. Wir investieren in Partnerschaftlichkeit und in alle Generationen. Und gleichzeitig sorgen wir aber auch dafür, dass auch die nächste Generation noch die finanziellen Spielräume hat, um das umzusetzen, was dann wichtig sein wird, was wir heute noch gar nicht wissen können. Das ist in meinen Augen kluge Politik, die die richtige Balance hat zwischen Sparen und Investieren. Es ist schade, dass Sie nur aufs mehr Geld ausgeben setzen. Die Zinsen werden die nächste Generation erdrücken. Das ist etwas, was wir nicht mehr wollen, was wir nicht verantworten können. Und deshalb wollen wir den Gleichklang zwischen Sparen und Investieren. Und ich freue mich, wenn wir das mit diesem Haushalt erneut unter Beweis stellen. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Edith Wedekirch, Bündnis 90 Die Grünen.